Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play unterwegs in Düsterburg. Beim letzten Mal haben wir den drei Deppen geholfen und ein paar Steckbriefe zusammengesammelt, sogar doppelt. Ja, und jetzt sind wir hier in diesem Gasthaus und das Erste, was wir wohl tun sollten, wäre wohl mal mit allen reden, schätze ich mal. Was habt ihr in meiner Küche zu suchen? Wenn ihr was wollt, redet mit meiner Frau am Tresen. Okay. Oha, Fremde sieht man hier nicht oft. Tag auch, ich heiße Bartholan. Erzähl uns was über dich. Oh, viel gibt es da nicht zu erzählen. Ich bin Holzfäller, ich wohne hier im Gasthaus. Erzähl uns was über die Gegend. Das hier ist ein wildes Land. Wenn man hier draußen arbeitet, sollte man immer seine Axt griffbereit haben. Orks und Trolle machen die Wälder unsicher. Nördlich von hier gibt es eine ganz besonders schlimme Region. Die Felsen der schreienden Ahnen. Dort treibt sich eine wilde Bestie herum. Ich habe das Vieh noch nie gesehen, aber sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier. Das Biest murkst alles ab, was ihm vor die Hauer kommt. Ein paar Lebensmüde haben schon versucht, das Monster zur Strecke zu bringen. Man hat keinen von ihnen jemals wieder gesehen. Erzähl uns was über den Gasthof. Das Gasthaus zum quiekenden Keiler wird schon seit 12 Jahren von Fredobert und Tonja geführt. Die haben echt was aus dem Laden gemacht. Die Lage ist ja auch nicht die schlechteste. Direkt an der Handelsstraße Düsterburg-Königsberg. Da kommt schon einiges an Volk zusammen. Vor ein paar Jahren haben die beiden ihren einzigen Sohn verloren. Tonobert. Er war gerade mal 19 Jahre alt. Hatte sich in den Kopf gesetzt, das Monster von den schreienden Ahnen zur Strecke zu bringen. Da sieht man mal, wohin das führt. Mach's gut. So. Haben wir schon mal einen kleinen Einblick bekommen über die Gegend hier. Jetzt reden wir mal mit ihm hier noch. Was gibt's? Wir sind Reisende und wollen uns mit euch unterhalten. Was gibt's denn so Wichtiges? Ich hab wenig Zeit. Wer seid ihr? Ich heiße Haldir und handle mit Eisen und Lederwaren. Habe gehört, hier gäbe es Bedarf für meine Artikel. Haldir? So heißt doch der eine aus Herr der Ringe, der eine Elb. Aha, und um was für Waren handelt es sich denn dabei? Peitschen, Handschellen und ähnliche Dinge, was man halt so braucht. Was ist das für ein Ort? Keine Ahnung. Bin selbst gerade erst angekommen. Die Leute hier lassen einen in Ruhe. Das gefällt mir. Wie wär's mit einer Rasur? Wie wär's mit einem neuen Scheitel, Bursche? Komm nur her, ich hab schon ganz andere fertig gemacht. Ach, nö, danke. Ich habe in der letzten Zeit genug Prügeleien durchgemacht. Ja, über die Hälfte von den Leuten hier ist unfreundlich, wie was? Kann ich was für euch tun? Reden. Ich muss den Tresen in Schuss halten und Bier ausschenken. Ich habe keine Zeit für Plaudereien. Dann erstmal nichts. Dann seht zu, dass ihr Land gewinnt! Ach, alle so unfreundlich hier, unfassbar. Gut, gehen wir nochmal zu denen hier. Hallöchen, ein paar neue Gesichter im quiekenden Keiler. Schön, schön, ich heiße Waldemar und das sind meine lieben Freunde Winfried. Grüß euch! Und werde Gast. Tagchen, liebe Leute. Danke für die freundliche Begrüßung. Was tut ihr hier? Wir treffen uns jedes Jahr hier. Das ist so Brauch. Wir sind alle in Düsterburg aufgewachsen, sind aber schon vor Jahren ausgewandert. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Im quiekenden Keiler hat sich damals regelmäßig die Düsterburger Jugend getroffen und wilde Feste gefeiert. Und die Geschichten, die wir uns damals immer ausgedacht haben, um eine Nacht von zu Hause fernbleiben zu können. Herrliche Zeiten waren das. Heute trifft man hier nur noch die Schergen des Herzogs und vielleicht ein paar Händler auf der Durchreise an. Und so alte sentimentale Männer wie uns. Erzählt etwas über die Region. Wir sind leider nicht ganz auf dem Laufenden. Ihr müsst wissen, dass wir nur einmal pro Jahr hier absteigen. Aber in der wilden Gegend war das schon immer. In den Wäldern konnte man auf Wölfe und menschenfressende Oger treffen. Erzähl ihnen was von dem Ungeheuer, Werdegast. Das Ungeheuer, ja, ja. Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, an dem mein Vater aufbrach, um es zur Strecke zu bringen.
Solange ich denken kann, hat das Ungeheuer von den schreienden Ahnen die nördlichen Wälder heimgesucht und den Handel mit Königsberg beeinträchtigt. Wenige, die es je zu Gesicht bekamen, lebten lange genug, um von ihm zu berichten. Ein nachtschwarzer Keiler soll es sein, doch mit feuerroten Augen und tödlichen Reißzähnen. Seine spitzen Ohren entgeht nicht das leiseste Geräusch und es soll sich mit der Anmut eines Panthers bewegen. Mein Vater kehrte nie zurück, aber ein paar Jahre später verschwand das Ungeheuer für einige Zeit von der Bildfläche. Doch seit ein paar Jahren ist es wieder da und mordlustiger als je zuvor. Gibt es irgendeine Erklärung für das erneute Erscheinen des Monsters? Niemand weiß etwas Genaues. Es muss um die Zeit gewesen sein, als Fredobert und seine Gattin Tonja dieses Wirtshaus übernahmen. Was hat das mit den schreienden Ahnen zu bedeuten? Die schreienden Ahnen sind eine zerklüftete Felsformation, etwas nördlich von hier. Dort, sagt man, lebt das Ungeheuer. Zwischen den Felsen hallen immer noch die Todesschreie seiner Opfer wider, sagt man. Daher der Name. Hört sich ja finster an. Habt ihr noch mehr so Geschichten auf Lager? Dutzende! Aber das ist die einzige, die nicht frei erfunden ist. Wir müssen weiter. Man sieht sich. Hoffentlich. Bei Gelegenheit. Wie auch immer ich jetzt drauf gekommen bin, in der Stimme zu sprechen. Verrückter Scheiß. Puh. So. Nachdem wir die ganzen Gespräche abgeschlossen haben, gehen wir mal ganz kurz nur raus. Und zwar, um mal kurz zu speichern. Speichern ist nämlich nie verkehrt. Gut, gehen wir wieder rein. Und dann nehmen wir uns jetzt mal ein Zimmer für die Nacht. Kann ich was für euch tun? Schlafen. Das macht für euch alle zusammen 60 Taler. Jo, die Zimmer sind oben. Ja, dann seht so, dass ihr Land gewinnt. Ach, so herrlich unfreundlich. Obwohl die drei Alten und der Dicke da oben sind eigentlich ganz nett. So. Ich bin hundemüde. Ich denke, ich werde gleich ins Bett fallen und erst aufwachen, wenn die Sonne wieder scheint. Verstanden. Wir wecken dich dann, wenn wir Warnfried im Chaos gemacht haben. Wenn niemand etwas dagegen hat, werde ich mit dem jungen Tarius das Zimmer teilen. Ich könnte ihn dann noch etwas in der Entwicklung seiner Fähigkeiten anleiten. Gute Idee. Wir sollten vorbereitet sein, bevor wir dem Herzog gegenübertreten. Gute Nacht, Freunde. Schlaft euch aus. Morgen wird ein harter Tag. Gab's schon mal was anderes, seit wir hier angekommen sind? Ich habe ein merkwürdiges Gefühl bei diesem Gasthof. Willst du dein Spiel speichern? Ja. Ach, Moment mal. Och nö, ich bin hundemüde. Mist, ich habe schon wieder was vergessen. Das gibt's doch nicht. Ah, entschuldigt Leute, ich muss laden. Ach, Mann, wie kann man nur so verpeilt sein? Das gibt's doch gar nicht. Okay. Ich muss hoch, bevor ich zum Schlafen gehe. Und zwar jetzt. Jetzt kommt die Filmsequenz nämlich noch nicht. Und dann kann ich kurz hier rein. Und hier die Truhe aufmachen. Interessant. Handschellen und Peitsche gefunden. Hört sich jetzt blöd an, aber ja, die brauche ich später noch. Und leider, sobald ich die Zwischensequenz, die wir gerade hatten, wenn die vorbei ist, kann ich die nicht mehr holen, weil dann dauernd jemand im Zimmer ist. Und wenn jemand im Zimmer ist, nimmt Grandy die nicht raus. Kann ich was für euch tun? Jetzt wollen wir schlafen. Ja, bla. Okay, gut. Das überspringen wir jetzt einfach mal. So. Gehen wir schnell wieder hoch. Okay, Leute. Das Gespräch hatten wir auch gerade schon. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Zimmer, Tarius, bla. Gute Idee. Tschüss. So. Ja gut, das ging ja recht schnell. Haben wir nicht viel gemacht zwischendrin. So. Er hat ein merkwürdiges Gefühl. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. So, gibt's hier irgendwo was? Nö. Gut, dann legen wir uns ins Bett. Schlafen legen? Yo.
Ich kann nicht einschlafen. Trotzdem liegen bleiben? Ach, ich glaube, wir legen mal einen Abendspaziergang ein. Sowas ist nie verkehrt. Gehen wir mal hier rein. Ach, die drei schon wieder. Habt ihr noch was zu sagen? Für unsere jährlichen Treffen muss sich jeder von uns eine gruselige Geschichte ausdenken, die wir uns dann gegenseitig erzählen. Jedes Jahr ist die Zeit zu knapp, um alle Geschichten zu erzählen. Ich kann die Augen kaum noch offen halten, aber es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen. Gott, ein Glück, dass der nicht mehr vorkommt, ey. Gehen wir mal hier runter. Libra! Wenn sie schläft, sieht sie aus wie ein Engel. Der Eindruck verfliegt ihr doch sofort, sobald sie wach ist und den Mund aufmacht. Okay. Ah, ihr zwei seid noch wach. Herr Dankwart will mir alles beibringen, was er weiß. Könnt ihr auch nicht schlafen? Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Gasthof. Ich werde das Star Wars-Zitat jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiederholen, aber es passt eigentlich ganz gut. Noch was zu sagen? Was habt ihr denn hier zu suchen? Wenn ihr diesen Händler sucht, der ist gerade nach draußen gegangen, um sich zu erleichtern. Gut, dann schauen wir doch mal nach draußen, wo der Händler ist. Ah, wir könnten jetzt schon mal hier runtergehen. Da drinnen scheinen die Wirtsleute zu schlafen. Die lasse ich lieber in Ruhe. Feuerholz. Eingelegtes Obst und Gemüse. Nichts, was mir weiterhilft. Schnaps, Putzlappen, ein paar Gewürze. Was man halt so braucht in einem Wirtshaus. Eine Bank. Wein. Wach! Da liegt einer drin! Aber das ist ja gar kein Mensch, sondern ein großes Tier. Sieht aus wie ein mächtiger Keiler. Von den Reißzähnen mal abgesehen. Noch was zu sagen? Nein. Okay, erster Hinweis gefunden. Ja, eigentlich der zweite. Die Geschichte war ja der erste. Gibt's hier noch was? Nein, nein, nein. Was? Wieso kann ich... Hä? Da ist eine unsichtbare Wand. Ich kann nicht da auf das Ding drauflaufen. Na, egal. Das kam von draußen. Was geht denn hier vor sich? Waffe ziehen immer drauf. Immer mit der Ruhe. Schnell weg. Immer mit der Ruhe. Liebes Tierchen. Ganz ruhig bleiben. Ich bin ja auch ganz ruhig. Ich scheine ja nicht so ganz seine Geschmacksrichtung zu sein. Ich muss die anderen wecken. Der Körper ist von oben bis unten aufgeschlitzt. Einige der Innereien fehlen. Ihr habt es offensichtlich beim Fressen gestört, Grandy. In der letzten Zeit habe ich viel zu oft ähnlich zugerichtete Leichen sehen müssen. Was ist nur aus diesem Land geworden? Beschreibt die Kreatur bitte noch einmal genauer, Grandy. Ist euch irgendetwas Besonderes an ihr aufgefallen? Ich habe in erster Linie auf die Zähne geachtet. Aber wartet. Die Vorderläufe waren ungewöhnlich für ein Tier. Die Muskeln erinnerten irgendwie an menschliche Arme. Wenn ich es recht überlege, auch die Krallen waren angeordnet, wie bei einer menschlichen Hand. Vier Finger und ein seitlich abstehender Daumen. Sehr gut beobachtet, Grandy. Vielleicht hilft uns das später noch weiter. Grandy, es ist unsere heilige Pflicht, diese Kreatur zur Strecke zu bringen, bevor sie noch mehr Menschen ermordet. Auf diese Weise sterben zu müssen,
Na gut, liebe Leute. Also, das Rätsel des Monsters und von den schreienden Ahnen, das lösen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke, dass ihr wie immer zugeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Adieu!